Also, willkommen zu unserem letzten Vortrag heute. Und es geht über Konsolenhacking und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ihr hier heute hier seid. Es hat eine lange Tradition hier auf dem Kongress. Wir haben viele coole Sachen hier schon gesehen, mit einer Xbox, mit einer PlayStation, mit eigentlich fast allem. Aber heute haben wir einen Team, was sich mit dem Nintendo 3DS auseinandergesetzt hat. Und jetzt bitte Applaus für die Vortragenden. Hallo, ich bin Smeyer, das ist Pluto und das ist Derek. Und heute werden wir über unseren Hack von der Nintendo 3DS, wie das Ganze aufgebaut ist, wir gehen über den Hardwareaufbau auf, dann über die Software und wir geben euch so einen groben Überblick, wie das ganze System funktioniert und dann werden wir in fast jedes Sicherheitslevel einsteigen und alle knacken. Also, wie ihr wahrscheinlich wisst, der originale 3DS wurde 2011 rausgebracht. Es ist ein bisschen unterausgerüstet. Es hat zweimal ein ARM 11 CPU, eine GPU. Es ist rückwärtskompatibel mit dem Nintendo DS. Und dann kam der neue 3DS in 2014, 2015. Es war praktisch der gleiche DS, aber mit mehr Prozessorenkernen, mehr RAM, schnellere Prozessor, aber selbe Software. Es hat ein bisschen exklusive Software, aber nicht viel. Wie ist die Hardware aufgebaut? Also, das ist, worüber wir jetzt reden werden. Also, im Generellen. Hier haben wir den oberen Teil, wo wir zuerst reingehen werden. Das ist der ARM 11 Überblick. Das ist der Hauptprozessor, da läuft das Betriebssystem drauf. Es hat vier Kerne. Darauf laufen die Spiele, die ganzen Applikationen. Wenn irgendwas mit dem 3DS macht und man sieht es, dann läuft es auf dem Prozessor. Es hat Zugang zu dem ganzen Speicher. Auch das FC-RAM, das sind 128 oder 256 Megabyte, je nachdem welches Modell das ist. Das RAM ist aufgeteilt in drei unterschiedliche Regionen: in die Applikation-Region, in die Systemregion, wo die ganzen Systemapplikationen laufen, die ganzen kleinen Sachen, die im Hintergrund laufen, zum Beispiel das ganze Menü, was im Hintergrund läuft und zum Beispiel den Webbrowser. Und dann hat es die Basic-Region, weil da hat es die ganzen die Kernel-Module, die Basis-Module und dann haben wir den WRAM, der den ganzen Kernel-Code enthält und die meisten Strukturen des Kernels auch. Das ist auch ein interessantes Ziel. Dann haben wir den unteren Teil, das ist der ARM9-Teil der Hardware. Da haben wir im Wesentlichen das ist eine völlig getrennte CPU, die Zugriff hat auf, naja, also sie führt also eigentlich den gleichen Merkle-Kernel aus, der gleiche Code mehr oder weniger. Einige reinere Funktionen führt einen einzelnen Prozess auf, Prozess 9 genannt. Und darüber hinaus ist die Rolle des ARM9 Zugriff zur Hardware auszuhandeln, die vielleicht inzwischen Sicherheit etwas sensitiver ist, also Zugriff auf alle Speichermedien, also hier den dauerhaften Speicher, die SD-Karte und macht alle möglichen Kryptosachen auch, was wirklich wichtig ist. Und das läuft auf Hardware. Also wir haben diesen Hardware-Key-Scrambler, der benutzt wird, um Geheimnisse in der Hardware zu speichern. Wir haben also hier man hat zwei verschiedene Schlüssel und diese erzeugen einen normalen Schlüssel und dieser wird direkt in die Hardware-Implementierung des
des Verschlüsselungsalgorithmus hineingespeist, sodass wir nie den kompletten Schlüssel sehen, was ein bisschen ärgerlich ist. Und darüber hinaus, dann haben wir im IMA9 den Zugriff für allen Speicher ohne jede Beschränkung. Er hat auch seinen eigenen Speicher, der vom IM11 nicht zugegriffen werden kann. Dieser interne Speicher enthält all diesen Code, all die Daten. Und auf diese Weise können wir den IM9 also nicht aus dem IM11 heraus übernehmen mit Exploits. Das ist also im Wesentlichen eine Sicherheits-CPU. Dies gibt uns nun vier Sicherheitslevels. Wir haben die IM11 Userland-Modus. Darüber dann oder darunter den IM11-Kernel, IM11-Kernel, der also volle Privilegien auf dem IM11 hat. Und dann haben wir IM9-Userland und IM9-Kernel. Das ist also die Theorie. Und in der Praxis ist es so, dass der Mikrokernel-System einen System-Call hat, den wir nennen ihn SWC-Hintertür. Das ist ein Funktionspointer, der eine Funktion im Kernel-Mode ausführt. Also ihr braucht nicht mal einen Exploit. Wenn ihr Zugriff auf diesen Syscall habt, braucht ihr keinen Exploit. Nun, auf dem IM11 ist es so, dass keine Applikation jemals Zugriff darauf hat, aber auf dem IM9 haben wir Zugriff darauf. Und das bedeutet, dass von hier aus wir eigentlich Userland und Kernel-Mode nicht unterscheiden müssen. Das ist im Grunde das Gleiche. Wir haben IM9 nur noch im Kernel-Mode. Das ist also schön. Nun, was die Kryptographie angeht, das System grundlegend, es ist so, dass alles, was unterschrieben werden kann, unterschrieben ist oder signiert. Und dies wird nicht nur zur Installationszeit gecheckt, sondern auch während der Laufzeit. Und das ist etwas, was man im Kopf behalten muss. Also alles, was verschlüsselt werden kann, wird verschlüsselt. Alles, was jetzt spezifisch gemacht werden kann für die Konsole, für die Kryptographie, wie Authentifizierung, wie das interne permanente Speicher, die Daten auf dem SD-Speicher oder Safe Games, extra Daten, externe Daten für Spiele, das wird alles konsolespezifisch gemacht und Game-Karten-spezifisch. Das ist also auch ein bisschen ärgerlich. Und dieses wird natürlich alles vom IM9 behandelt mit der Krypto-Hardware. Wir müssen also dahin kommen, wenn wir irgendwas Interessantes machen wollen. Also zunächst mal gehen wir durch den ersten Layer, IM11 Userland Exploitation Ausnutzung, einen Fußbreit in die Tür dieses Systems bekommen. Wir müssen also erstmal einen Eintrittspunkt bekommen. Gibt es Probleme? Naja, also es gibt Herausforderungen. Eine der Herausforderungen ist, das System implementiert strikte Daten Ausführung, Verhinderung, Data Execution Prevention. Also Speicher ist entweder lesbar, lesschreibbar oder lesausführbar. Es gibt keine Möglichkeit für Standardapplikationen, neue Seiten als voll zugreifbar zu markieren, weil alle System Calls da ausgeschlossen sind, außer hochprivilegierte Systemmodule. Eine andere Sache ist, dass es gibt keine Address Space Location Randomization. Also dadurch werden nun Verwundbarkeiten von Safe Game absolut leicht zugreifbar. Wir haben hier keinen Schutz, solange wir über die Data Execution Prevention hier rüberkommen können. Und alle Safe Games sind sowohl verschlüsselt als auch authentifiziert, spezifisch für die Gamecard. Also wenn es um eShop-Spiele geht, dies ist sehr ärgerlich. Wir können diese nicht benutzen als Eintrittspunkte, weil wir nicht die richtigen Codes generieren können. Die haben die Kryptographie nicht, das ist also ärgerlich. Glücklicherweise ist es so, dass die 3DS WebKit ausführt. Das ist schön. Wir können das immer benutzen. Also wo WebKit benutzt wird, sind recht viele Plätze, also zum Beispiel in dem Webbrowser, den man im Hauptmenü erreichen kann, oder in der YouTube-Applikation. Man kann also einfach, das Ganze checkt aber nicht nach DNS-Korrektur, sondern also man kann einfach Traffic umleiten. Das ist im Moment noch nicht benutzbar, vielleicht aber in der Zukunft benutzbar. Aber das Tolle ist auch noch, dass es eine sehr alte Version von WebKit benutzt.
Wenn man jetzt also hergeht und sich ein paar Patches aussucht, kann man sich das Ganze schön zusammenstellen und dann gibt es sehr viele Fehler. Es wurde von sehr vielen Leuten benutzt. Es gibt sehr viele Wege, aber es ist gezeigt, dass das ein sehr zuverlässiger Eintrittspunkt ist. Cubic Ninja haben wir auch als Eintrittspunkt benutzt, weil es Nutzern erlaubt, Level zu teilen durch QR-Codes. Und es ist auch noch sehr schlecht im Auslesen dieser Level. Also was man machen kann, ist, kann man hergehen und seinen eigenen QR-Code erstellen, was dazu führt, dass das Spiel dann abstürzt. Also sobald wir drin sind, müssen wir uns daran erinnern, dass wir uns irgendwie, dass wir unseren eigenen Code noch nicht ausführen können. Also die offensichtliche Lösung dafür ist Rob. Für die sich damit nicht auskennen, ist, man baut sich seinen eigenen Stack und kann dann eigene Snippets ausführen, die man in das implementiert. Also man kann dann einfach irgendwo hinspringen, also zum Beispiel zu dieser Instruktion, was einem erlaubt, seinen eigenen Registerwert zu laden und dann zu was anderes springt. Und das ist dann eine Möglichkeit, Code auszuführen, was sehr weit benutzt wird. Aber das ist halt sehr nervig und sehr begrenzend. Es kann zwar genug sein, um einen Exploit auszuführen, um Sachen auszuführen, aber es ist nicht genug für Homebrew. Zum Beispiel, wir haben keinen Zugriff auf den System Call, auf den wir gerne zugreifen würden, um den RAM neu zu schreiben. Das Ganze hat auch Libraries, die aber in der Checks signiert sind und damit, die wir im Moment noch nicht manipulieren können. Was man hier sehen kann in der GPU, hat man Zugriff nicht nur zum Grafik-RAM, sondern auch zum VRAM. Wenn das sich das Ganze anguckt, mit den ganzen verschiedenen Speicherregionen, das Ganze ist in dem Ganzen drin, was im Adressbereich des CPUs liegt. Man sieht hier natürlich Applikationscode, der Zugriff drauf hat. Der Grund, dass der Prozessor Zugriff auf die GPU hat, ist, dass man zum Beispiel auf Texturen zugreifen kann und solche Sachen oder Buffers, dass man und der Grund, dass man da drauf schreiben kann, ist, dass das Ganze irgendwo gerendert werden muss. Und der Hauptspeicher enthält Applikationscode und weil das physische Layout ja völlig deterministisch ist, nicht mal, wenn es nicht wäre, könnten wir die Fähigkeiten der GPU nutzen, um das zu suchen, was wir finden wollen. Also wir können jetzt hier Application Text überschreiben und dadurch einen Exploit bekommen. Also so haben wir dann also Code-Ausführung. Unseren eigenen Code können wir ausführen, was ist großartig ist, aber wir haben immer noch die Sandbox, in der wir eingesperrt sind. Wir haben also die Data Execution Prevention überwunden, aber wir können nur die aktuell sicheren Daten unserer Applikation lesen und darauf zugreifen. Wir können nur zugreifen auf einige Services und System Calls, was auch eine Beschränkung und Frustration ist. Wir können das Speicherlayout nicht ändern, wir können nicht weitere ausführbare Pages uns holen. Wir sind also relativ beschränkt. Was wir tun, ist jetzt uns anschauen, welche anderen CPUs wir noch haben können, nutzen können. Wir haben natürlich eine hier völlig getrennte Speicherregion, die wir modifizieren können und wir haben die Systemregionen. Das Systemregion enthält das Home-Menü, den Internetbrowser und ein einzelnes Systemmodul, das NS heißt. Ich denke, das heißt Nintendo Shell. Wir wissen es nicht genau. Und schauen wir uns das also mal an. Wir haben hier diesen NS-Code. Außerhalb dieses Schnittpunkts für dieses Abschnittspunkts für die GPU. Wir haben hier noch Heap, Menüs auf dem Heap. Also gehen auch über den Bereich der GPU heraus.
Also wir können aber nicht alles erreichen. Die Idee ist ja also hier, was interessant ist hier, dass der Schnittpunkt oder der Abschnittpunkt es sieht danach aus, dass Nintendo davon wusste und die Zugriffsrechte, aber dagegen nichts getan hat. Es sieht danach aus, dass sie es nicht verstanden haben, was wir damit machen können, was ziemlich viel ist. Was wir also im Moment haben, ist ein Menü-Hub. Was wir haben, wir dumpen den Heap und das ist C++-Code und wir suchen uns jetzt Objekte in diesem Heap und versuchen, diese zu überschreiben. Jetzt suchen wir uns ein Objekt, was durch irgendwas ausgeführt wird, durch irgendwas im Menü und wir stellen jetzt unseren eigenen gefällten virtuellen Table und wir haben jetzt aber immer noch keine Code Execution im Home-Menü, aber wir können jetzt zum Beispiel ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel einen neuen System Service, der heißt NSS, er kann jeden Prozess killen oder neuen erstellen und es gibt uns Zugriff auf die SD-Card und es lässt uns alles ausschmeißen und entschlüsseln mit jedem Spiel auf diesem Nintendo DS, obwohl Nintendo erst neue Kryptographie eingeführt hat, weil dann das Home-Menü anscheinend dazu Zugriff braucht. Und wir können jetzt auch alle externe Daten bearbeiten. Jetzt konnten wir unseren Homebrew Launcher installieren. Also ein Homebrew Launcher ist eigentlich nur ein Dienst, der im Hintergrund läuft, im hinterm Menü läuft. Es ist auch geschrieben in Rob, was ein bisschen eklig, aber es funktioniert. Der Service kümmert sich um den Homebrew-Prozess. Man killt das Menü, dann öffnet man neue und übernimmt dann das Ganze. Und was wir jetzt machen, sind die ganzen neuen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, über Handles darauf zuzugreifen. Der Service kümmert sich auch um solche Sachen wie zum Beispiel, dass der Home-Button gedrückt wird und solche Sachen. So, jetzt können wir jetzt jeden Code ausführen in jeder App, die wir wollen. Wir können also jedes Game modifizieren. Zum Beispiel Spiele aus Japan, die bis jetzt noch nicht woanders auskamen. Wir können zum Beispiel einfach Code ersetzen, drüber patchen und dann woanders hinspringen mit dem Adressspeicher, um das Ganze zu lösen. Das andere ist, was wir machen können, ist, dass wir auf jede Daten von jedem Spiel zugreifen können. Somit können wir damit auf jeden Speicherstand von jedem Spiel zugreifen, weil wir das Homebrew in diesem Recht ausführen können. Damit haben wir eine bessere Möglichkeit, Code zu platzieren, die wir ausführen. Ein weiterer Eintrittspunkt ist ein Menü-Hack, dass man hergeht und den Layout-Code, einen Fehler im Layout-Code ausnutzt, was wirklich cool ist, weil man den Code direkt ausführen kann, wenn man die DS startet, was natürlich cool ist. Natürlich gibt es ein Zelda-Game, was exploitable ist. Und dann gibt es natürlich noch andere Spiele, wo man genügend Eintrittspunkte finden kann für Code Execution. Okay, was machen wir jetzt über die Nintendo Shell? Es ist ein sehr attraktives Ziel, weil es Zugriff auf weil es Titel downgraden kann. Was eigentlich nicht gedacht war, aber du kannst damit Spiele installieren oder deinstallieren. Man kann hier einen Versionscheck überwinden und ein Downgrading hier im Systemtitel auslösen und dadurch auch Exploits, wenn nötig, bekommen. Sobald man also, jedenfalls solange man Zugriff auf diesen Service hat, es gibt hier eine Region, mit der man teilweise Dinge tun kann. Das ist also interessant. Leider aber können wir die Daten nicht lesen. Aber vielleicht können wir ja das irgendwohin bewegen, wo wir dann das doch lesen können. Aber was wir tun können, ist eine Instanz von NS killen und dann etwas stattdessen ausführen, dann wieder NS ausführen und es dadurch unter die Grenze bekommen, unter die Speichergrenze.
Danke. Aber unglücklicherweise ist es nicht so einfach. Das funktioniert nicht. Wir brauchen nämlich MS, um NS neu auszuführen. Also das ist ein bisschen doof. Das nervt. Aber wir können außerdem nicht mehrfache Instanzen desselben Titels ausführen. Aber interessanterweise ist es so, die 3LS hat ein interessantes Feature, den sogenannten Safe Mode. Das ist eine zweite Firmware, die eine Version der regulären ist und die erzeugt einen Haufen von Kopien von Systemtiteln, den meisten jedenfalls. Und das gibt Ihnen dann eine andere ID und die Grundidee ist, dass die ja dann dadurch zur selben Zeit laufen können, weil das vielleicht nicht bemerkt wird, aber das wird dann doch bemerkt. Man kann also jetzt keine Safe-Mode-Version gleichzeitig zu einer normalen Version eines Titels ablaufen lassen. Aber irgendwie mit NS, das sieht man vielleicht nicht so genau aber auf der Folie, aber wir haben hier einen regulären Titel in NS und wir haben Safe-Mode-NS direkt hier. Und irgendwie wurde dann also eine 3DS-Version. Wir haben also jetzt eine separate Title-ID, die zur selben Zeit wie NS, das reguläre NS, ausgeführt wird. Wir lassen nun es also laufen, sammeln genügend Daten, sodass es sich nach der Grenze befindet und lassen dann das neue NS im Safe-Mode ablaufen. Das ist dann außerhalb des Bereichs der GPU, man kann das übernehmen und Zugriff darauf bekommen. Das ist also schön, eher ein Versehen als ein richtiger Exploit, aber wie auch immer. Das gibt uns nun einige System-Calls, auf die wir Zugriff haben. Wir können also unsere eigenen Services hier hosten, mit denen wir eigene Exploits dann schreiben können, um andere Services dann vorzutäuschen oder die Identität zu übernehmen. Und wir haben nun Zugriff zu all diesen Services hier, was großartig ist. Wir können hier Systemtitel herunterstufen und dies läuft alles im Hintergrund, was immer sehr hilfreich ist für Homebrew. Das einzige Problem hier ist, dass es nur für N3DS ist. Es braucht diesen neuen NS-Titel und also wir können hier ziemlich hohe Privilegienstufen erreichen, aber immer noch im Userland bleiben. Und es gibt ähnliche Angriffe. Wenn ihr interessiert seid daran, könnt ihr Rowhacks suchen, was ähnliches. Nun wird Derek euch etwas sagen über Ausnutzen des ARMF-Kernels. Also, hallo Leute. Als erstes werde ich euch ein paar kurze Einsichten in den Kernel geben und dann werde ich euch erklären, wie man den Kernel, wie in die neueste Version des ARMF-Kernels exploiten kann. Also, das war Nintendos erster Gaming-Console-Kernel. Davor war es gab es keinen Kernel, sondern die Spiele wurden direkt auf der Hardware ausgeführt. Es gab zwar einen Kernel für die Wii, ein Mikrokernel, der auf dem Security-Prozessor lief, aber der wurde nicht von Nintendo geschrieben. Also das ist ihr erster Kernel. Und der Kernel ist dazu gedacht, dass er thread-safe ist und dass er damit auf mehreren Prozessoren Kernen gleichzeitig laufen kann. Es gibt ca. 130 Systemaufrufe. Das sind recht viele, in meiner Meinung nach. Aber normalerweise, wenn man aber Codeausführung in der Nutzerumgebung des ARMF-Kernels bekommen hat, hat man nur ca. Zugriff auf 50 dieser Befehle. Es gibt einen Grund dafür, den werde ich später erklären. Intern, der Kernel funktioniert mit C++-Objekten. Also hier sind so ein paar Beispiele für Systemaufrufe. Hier haben wir also create similar form, was einfach nur ein gleiches Objekt erstellt im Kernel. Und es gibt ein Handle zurück für die Nutzerumgebung und wenn man irgendwelche Operationen
auf diesem Handle ausführen will, muss man den Handle dem Kernel übergeben und der Kernel wird das Ganze dann in der Tabelle nachschauen, um zu gucken, um das ursprüngliche C++-Objekt dazu zu finden. Es gibt also zwei unterschiedliche Arten, Memory zu allokieren. Es gibt das FCRAM und es gibt auch ein Slab Heap, wo alle C++-Objekte gespeichert werden. Und der Slab Heap ist in dem XCRAM, was auf dem ARM11 Speicher ist, wo der ganze Kernel-Code liegt. Es gibt außerdem noch ein IPC-System. IPC ist ein Inter-Prozess-Communication-System. Es erlaubt Prozessoren untereinander miteinander zu reden. Like services. Zum Beispiel, dass verschiedene Services miteinander reden können. Als Beispiel der GSP-Service oder der File-System-Service, die miteinander reden wollen. Also lass uns mal die Sicherheit anschauen. Der Kernel ist wirklich klein. Es sind ca. nur 200 Kilobyte Code, was das originale ARM-Code ist. Und es gibt ungefähr nur 1000 Funktionen. Also sie haben wirklich versucht, die Codegröße wirklich klein zu halten. Und das macht es wirklich schwer, Bugs in dem Ganzen zu finden, da es so wenig Code ist. Und man hat nicht viel Möglichkeit, sich auszusuchen, was man ausnutzen müsste. Es gibt keine Symbole in dem Kernel. Also wenn man Strings drauflaufen lässt, wird es einem nur den Namen eines C++ zurückgeben, aber es gibt keine Funktion dazu. Wie wir früher gesehen haben, ist es physikalisches, isoliertes Speicher, was natürlich eine gute Idee war, sonst wäre es natürlich leicht überschreibbar gewesen von der GPU. Und alle Objekte haben Reference Counting. Das ist ähnlich zu C++ Shared Pointer, wo jedes Objekt ein kleines Feld besitzt, ein Zählerfeld, und jedes Mal, wenn der Kernel ein Objekt benutzen will, wird dieser Zählerstand 1 hochgezählt. Und wenn der Link nicht mehr benötigt wird, wird der Counter wieder um 1 reduziert. Und wenn der Counter 0 erreicht, wird das Objekt automatisch gelöscht. Also sie versuchen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Sicherheitsfeature ist, aber es gibt mehr als 100 Panic Calls im Kernel. Das ist jede zehnte Funktion im Durchschnitt. Und sie haben die Syscall-Zugriffsrestriktion. Also, wie ich gesagt habe, hat man nur Zugriff auf ca. 50 Systemaufrufe. Und die ganzen interessanten sind natürlich deaktiviert. Als Beispiel, man kann nicht ausführbare Speicherseiten mappen. Auf der anderen Seite gibt es kein ASL, aber Address Space Location Randomization. bei jedem größeren Kernel Update. Außerdem gibt es keine Stack Protektion, und das Userland ist die Nutzumgebung ist immer gemappt. Also sobald man Zugriff auf den Programm Counter hat, kann man einfach in den Nutzerbereich springen und dort einfach Seiten ausführen, die dort liegen. Also man muss nicht ROP im Kernel ausführen. Aber sie haben versucht, eine Ausführverhinderung zu haben. Sie markieren ausführbare
Kernel Pages als ausführbar in der Page Table. Also schauen wir uns das mal an. Die orangenen Teile sind Kernel Code Parts. Und wie ihr sehen könnt, wenn man sich an der ersten orangenen Linie orientiert, mappt zu einer physikalischen Adresse. Und es ist nicht als ausführbar markiert. Doch, die ist als ausführbar markiert und man hat Zugriff darauf und man hat im Kernel-Modus dann Zugriff darauf natürlich, aber nur Speicher, nur Lesezugriff auf diesen Speicher, ausführbar und nur lesbar. Dies ist also korrekt, aber wenn man jetzt schaut, wenn man sich die zweite Zeile dieser Page Table, dieses Dumps von der Page Table anschaut, dann seht ihr, dass es einen weiteren Abschnitt gibt, der den gesamten VRAM abdeckt und dieser wird gemappt als Les-, Schreib- und Ausführbar. Das macht nicht richtig Sinn. Ja. Also im Wesentlichen haben wir hier völlig nutzlose Data Execution Prevention. Also, um das zusammenzufassen, es gibt keinen Schutz gegen Exploits. Wenn wir einen ausnutzbaren Bug finden, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass wir Code-Ausführung im Kernel-Mode erlangen können. Also, lasst uns diesen Bug finden. Ich fing an mit einer Betrachtung der SVC-Tabelle. Dies ist das Interface sozusagen zwischen Kernel-Land und User-Land. Und dies zeigt all die System Calls, die im Kernel verfügbar sind. Wir haben etwas wie normale System Calls für Memory Management. Wir haben hier lesbare, schreibbare Pages. Wir können zwei Seiten spiegeln. Andere Memory Management Geschichten. Es gibt Konfigurationen für Threads, wie man hat die Wahl, ob Core benutzt wird für die Ausführung eines Threads. Wir haben einen sehr großen Bereich von Synchronisationsobjekten, also Kernel Mutex und all diese Sachen. Und wir haben natürlich auch Interprozess-Kommunikationsrequests, könnt Nachrichten an Services schicken. Und es gibt eine noch weiterentwickelte, einen Abschnitt, der noch weiterentwickelt ist, der von Services hauptsächlich benutzt wird, weil die antworten müssen auf IPC-Requests in der Prozesskommunikation. Es gibt direkten Speicherzugriff des Kernels, es gibt Cache-Kontrolle. Es gibt noch eine Anzahl von Debug-System-Calls, die einfach normales, rohes Debugging sind, also Prozessspeicher lesen, schreiben, Memory Management. Dort hat man eigentlich keinen Zugriff in der Verkaufsversion. Da wird es nicht wirklich benutzt. Und ein letzter Abschnitt ist der privilegierte Abschnitt, der enthält all die sehr interessanten System Calls, die es gestatten, Prozesse zu erzeugen, Memory Mapping auszuführen oder ausführbaren Speicher zu mappen, dann leider können wir diese fortgeschrittenen Debug- und privilegierten System Calls nicht benutzen. Naja, dies würde erfordern, dass wir Services ausnutzen oder exploiten. Und das ist einfach mehr Arbeit, die wir bisher nicht leisten konnten. Dies beschränkt uns also auf die normalen System Calls, aber IPC, Interprozesskommunikation, hört sich wirklich interessant an, aber ist leider voll von Panikaufrufen. Außerdem gibt es nicht so viel, was man angreifen kann, was Synchronisationsobjekte angeht. Wir haben also nur diese interessanteren
System Calls für lokales Speichermanagement. Theoretisch gibt es eine Menge hier, was man durcheinander bringen kann. Vieles, was hier schiefgehen kann. Und wir haben außerdem ungeprüften Direktzugriff auf den Speicher für die CPU. Also vielleicht können wir irgendwas Sinnvolles, Nützliches damit anfangen. Also schauen wir uns mal den Memory Allocator an. Es gibt zwei Typen von Memory Allocators, Speicherzuteilern. Wir haben einerseits den regulären, womit der normale Heap gemappt werden kann für vmalloc in C zum Beispiel. Und wir haben dann den linearen Allocator für CPU-Texturen oder GPU-Texturen, wenn Speicher also hier physisch zusammenhängend sein muss, dann nehmen wir den linearen Speicherzuteiler. Dann gibt es das FCRAM Memory Layout, das FCRAM Speicherlayout. Das hatten wir vorher. Wir haben diese drei Regionen und jede Region hat ihren eigenen Satz von freien Seiten, also wie wird das verwaltet? Wie bleibt man da auf dem Laufenden? Wir haben diesen Regionsdeskriptor, der Dimensionen wie Basisadresse und Größe enthält. Und wir haben auch Pointer zum ersten freien Stück Speicher in dieser Region. Und alle freien Speicherstücke, die wir Memchunks nennen, haben einen Header gleich am Anfang. Und dieser sagt dem Kernel im Wesentlichen, wie groß dieser Memchunk ist und ist außerdem ein Link in eine doppelt verlinkte Liste, sodass wir also den nächsten und previous und vorigen Speicherplatz als Pointer haben. Dieses sieht also ungefähr so aus. Ihr habt hier die roten Teile, das sind die freien Memchunks und die grünen Teile sind Speicher, der bereits zugeteilt worden ist. Also Zuteilung ist eine relativ einfache Sache, nicht sehr kompliziert. Das erste ist, dass die Zuteilungsfunktion, das erste, was die Zuteilungsfunktion tut, ist, den nächsten freien Pointer vom Ursprungsdeskriptor zu laden. Und für normalen Speicher, regulären Speicher, geht der Code einfach durch die Liste, folgt den Pointern und addiert die Größen auf, bis die gewünschte Größe erreicht wird. Für linearen Speicher würde man einfach ein passendes Memory Chunk gesucht, um sicherzustellen, dass es sich wirklich um Speicher in einem Stück handelt. Und wenn das gefunden worden ist, wird dann der Next Pointer auf diesen letzten Memchunk, der Next Pointer dieses Memchunks wird auf 0 gesetzt. Dann haben wir also das Ende der Liste markiert und dann wird ein Pointer zu diesem ersten Memchunk zurückgegeben. Schauen wir uns also das von der Perspektive der Sicherheit an. Es gibt ein Problem. Wir haben hier Kernelstrukturen im FCRAM. Das ist ein Problem, denn wir haben nämlich direkten Speicherzugriff darauf über die GPU. Es gab einen Angriff durch Yellow's 8, der Memchunk-Hacks heißt. Was er tat, ist im Wesentlichen, dass er Memchunk-Header über den direkten Speicherzugriff der GPU überschrieb, diese Schwachstelle ausnutzte und hatte dann also einen beliebigen Schreibzugriff auf den Kernel, wenn Speicher freigegeben wird, weil Next und Previous Pointer dann modifiziert wurden. Und unglücklicherweise wurde dies aber gefixt von Nintendo mit einem Update 9.3.0 vor etwa einem Jahr, Dezember 2014. Und der neue Kernel wird nun jeden Memchunk-Header erstmal prüfen vor der Zuteilung,
Größe und Next und Previous Pointer, so dass also theoretisch alles gefixt ist. Und invalide Pointer oder invalide ungültige Speichergrößen führen einfach zu einer Kernel Panic. Ja, also in der Theorie. Aber wenn man sich einen System Call für den Control Memory anschaut, da haben wir Zugriff darauf. Dies ist einer der normalen System Calls. Das macht grundlegende Dinge wie Mappen oder Freigeben von lesschreibbaren Speicherseiten, aber nicht ausführbaren natürlich. Es nimmt sich eine Adresse und Größe und einen Operationscode als Parameter, der dem Kernel sagt, was geschehen soll, Mappen, Freigeben oder was auch immer. Dieser Code führt erstmal einige einfachen Checks auf der Adresse aus und dann letztendlich wird er eine sehr große Funktion aufrufen. Ich nenne diese Funktion einfach Kern Control Memory. Was Kern Control Memory tut, ist, es ruft die Speicherzuteilungsfunktion auf und wird dann einen Memchuck-Header-Pointer erhalten, wie wir vorher gesehen haben. Und dann geht der Code durch alle zugeteilten Memchunks und mappt sie in den User-Space und aktualisiert außerdem einige Blockinformationen für das Kernel-Process-Objekt. Da haben wir also ein Problem. Offensichtlich haben wir hier eine Race-Condition. Wir können überschreiben, Memchunk-Header können wir überschreiben, nachdem sie zugeteilt worden sind. Also, wir könnten versuchen, die GPU zu benutzen, aber die ist tatsächlich sehr langsam. Wir müssten sie bitten, wir müssten den Service bitten, Speicher zu lesen. Und ja, wir müssen dann zu diesem sehr großen IPC-Kernel-Code gehen. Der wird wahrscheinlich zu langsam sein. Zuteilung ist sehr, sehr schnell. Also bleiben wir erstmal oder graben wir noch ein bisschen tiefer. Ich versuchte hier zu rekonstruieren, wie der Source Code in C aussieht. Dies ist der erste Schritt. Er versucht hier Speicher zuzuteilen. Für dieses Beispiel haben wir nur regulären Speicher zugeteilt oder erbeten. Und wenn wir dann einen Memchunk gefunden haben, das bedeutet, dass nicht, wenn wir keinen Memchunk gefunden haben, also keinen Speicher mehr haben, dann wird diese sehr interessante Do-While-Schleife ausgeführt. Ja, es ist viel Code, ich weiß nicht, ob man das überhaupt lesen kann. Gehen wir also schnell durch diesen Code. Da gibt es die Seiten, es wird hier von dem Memchuck-Header gelesen, die werden eine physikalische Adresse konvertiert und diese Adresse wird nach Userland gemappt mit einer Memmap-Funktion. Und dann geht es zum nächsten Memchunk hier und wird dann auch die Userland-virtuelle Adresse aktualisieren und dann den Speicher löschen oder freigeben oder löschen. Also was ist hier das Problem? Das Problem ist, dass das Mapping dieses Memchunks in Userland, dass das ausgeführt wird und nachdem gemappt ist, wird das hier wird der nächste Pointer auf den nächsten Pointer zugegriffen und wenn wir also jetzt von einem anderen CPU-Core auf diesen Speicher zugreifen und ihn überschreiben, was wir können, weil er im User-Space ist, dann könnten wir also Kernel-Pages in User-Space mappen. Und dann gibt es aber einige Probleme. Dies erfordert wirklich perfektes Timing. Es gibt nur ein sehr kleines Zeitfenster, um dieses Überschreiben durchzuführen. Wir brauchen außerdem eine Memchunk-Struktur im Next-Pointer. Also dies zu machen,
um das zu machen. Also um sicherzustellen, dass wir perfektes Timing bekommen, kam ich auf das K-Address-Arbiter-Orakel, das eigentlich für Thread-Synchronisierung benutzt wird. Das kümmert uns nicht, aber es versucht, vom Parameter Address zu lesen und gibt einen Fehler zurück, wenn Address oder Address nicht für den User zugreifbar ist. Und wir können das benutzen, diesen System Call, um sicherzustellen, dass der Speicher gemappt ist in das Userland. Und wenn er gemappt ist, versuchen wir sofort, ihn zu überschreiben. Also ein letztes Problem, wir müssen hier einen Memory Chunk injizieren im Kernel. Ich habe das mit dem Slap Heat das versucht. Wir können einfach einige Kernel-Objekte erzeugen, ihre Members setzen, um einen gefälschten Memchunk-Header zu erzeugen. Dies ist der Slap Heap. Wir haben hier C++-Objekte, virtuelle Pointer und einige Attribute. Der Slap Heap ist im Wesentlichen einfach ein sehr großes Array von C++-Objekten. Und was ich hier getan habe, ist, ich habe die Attribute verändert und sie benutzt als Memchunk-Header. Ich biege den Next-Pointer um auf dieses Objekt und das mappt dann mehrere C++-Objekte in das Userland. Und das ist wirklich sehr schön, denn wir haben hier mehrere Free V-Table-Pointer, die wir einfach überschreiben können. Und das bedeutet, dass wir Code-Ausführung erreichen. Also, um zusammenzufassen, wir erstellen einige Kernel-Objekte, bitten den Kernel um Speicher. Wenn er zugreifbar wird, patchen wir den Next-Pointer, überschreiben diese gemappten Slap-Heap-Pages. Dann nehmen wir einen System-Call, der den Handle schließt, um diese Kernel-Objekte zu deallokieren, die wir im Schritt 1 erstellt haben, sodass dann letztendlich eine V-Table-V-Table-Funktion aufgerufen wird und dann einfach in unsere modifizierte V-Table-Funktion springt. Und dann haben wir also ARM 11 Level 0 Code-Ausführung erreicht. Also, und ich... Jetzt wird Pluto uns erzählen, was man alles Tolles machen kann, wenn man ARM 11 Code Execution hat. Hallo Leute. Also, ich werde über den ARM 9 reden. Los geht's. Also, der ARM 9 ist auch dazu benutzt, um alte DS-Spiele auszuführen. Sie haben also den ARM 9 benutzt, um die Rückwärtskompatibilität zu behalten und als Sicherheitsprozessor, wenn 3DS-Spiele ausgeführt werden. Und es darauf läuft eine reduzierte Version des ARM-Kernels. Es gibt keine MMU. Es gibt eine MPU mit 8 Regionen, die man konfigurieren kann. Man kann nichts darin ausführen und so weiter. Aber es ist nicht gerade genau. Und sie haben gerade nur 8 und sie haben deswegen nicht genügend Platz gehabt und der ist ihnen ausgegangen. Und man kann Text schreiben und man kann auf Data und Stack zugreifen, der ausführbar ist. Wann immer man Code in arbiträre Speicheradressen schreiben kann, dann kann man Code überschreiben. Das sind Sachen, die man nicht auf einem Sicherheitsprozess haben will. Also, los geht's. Im Moment, so wie es aussieht, gibt es viele Exploits über die Jahre, aber viele wurden behoben. Und viele haben einfach nur das normale Command-Interface benutzt, aber in diesem Fall benutzen wir eine andere Herangehensweise. Auf dem 3DS ist das Speicherzugeordnete ist unterteilt in drei Bereiche. Es gibt in einem neuen exklusiven Eingabe-Ausgabe-Bereich, einen geteilten I.O.
Bereich und den AM11 only, nur AM11 Bereich. Dank zu den anderen zwei haben wir volle Kontrolle über den AM11. Also können wir irgendwie die geteilte, den geteilten Memory-Speicherplatz dazu nutzen, um den AM9 zu exploiten. Wir gehen zu dem Interface, was alte DS-Spiele liest, das ist nämlich in dem geteilten Speicherbereich. Wir sind uns nicht sicher, weil es, warum es da ist, aber sie haben es da aus irgendeinem Grund. Und es ist nur der AM9, der die Region benutzt, aber der AM11 hat trotzdem Zugriff drauf. Wenn man also eine Kassette einschiebt, beginnt es dabei, den Titel zu lesen, indem es diesen diese magische Nummer irgendwo hinschreibt und es fragt nach 200 Bytes. Und es gibt diese Schleife, die man da sehen kann. Es wartet praktisch darauf, dass ein Bit freigegeben wird und es in ein anderes gesetzt wird. Und dann, dann wartet es noch für ein Bit und es gibt keine Kontrolle auf dem Buffer, weil es immer 200 Bytes sind, also sollte das passen. Was würde passieren, wenn wir jetzt das Kontrollregister des AML überschreiben, um zum Beispiel für 4000 Bytes zu fragen? Wir haben also einen schönen Buffer-Überlauf. Können wir damit die Daten kontrollieren? Also die Daten kommen von der Kassette, die man einsteckt. Also müssen wir unser eigenes DS-Spiel-Kassette bauen. Es gibt diese alte Platine, PassMe, wo man alte Karten reinstecken kann, was dann den Header modifiziert. Die gibt es online, die kosten $5 und es gibt dann noch ein FPGA. Das habe ich gebaut und es funktioniert. Es ist sehr, sehr anfällig. Ich kann es nicht empfehlen. Und hier ist, wie ich es gelötet habe, nicht gerade meine beste Arbeit. Aber das gibt uns einen neuen Code Ausführung. Aber wir wollen was Besseres. Also wie sieht denn die Kette des Vertrauens aus? Also die Idee dieser Kette ist, dass man allen Code verifiziert, der ausgeführt wird, wenn er geladen wird. Der 3DS hat die kürzeste Kette des Vertrauens, die es gibt. Es gibt einen Bootloader, der das Image vom NAND lädt und dann dazu springt. Auf dem neuen 3DS gibt es eine Ebene mehr in dem ARM-Layer, was nochmal Verschlüsselung macht. Wir nennen das ARM9 Loader. Die Theorie, die Nintendo wahrscheinlich hatte, ist, dass wir, wenn wir nochmal ein Level mit Verschlüsselung einbauen und die Schlüssel austauschen, können die Leute nicht knacken. Aber sie hatten keinen Platz, um die Schlüssel irgendwo abzuspeichern. Also haben sie es im NAND gespeichert. Aber die NAND ist damit mit einem Schlüssel verschlüsselt, der aus dem OTP stammt. Später kann man also auf den OTP zugreifen, damit den Key laden und damit alles entschlüsseln. Also das sieht sicher aus. Aber hier ist ihre Implementation. Sie rechnen einen Hash, lesen den Schlüsselsektor vom NAND und laden ihn. Es ist eine isolierte Speicherregion. Und dann generieren sie mehrere Unterschlüssel und kontrollieren nochmal, ob das der richtige Schlüssel ist. Also selbst wenn es versucht, das auszutauschen, würde es nicht klappen. Und dann entschlüsseln sie das ARM-Binärfile und dann springen sie zu dem Startpunkt. Aber sie haben vergessen, hier den Speicher wieder zu löschen. Also diese Implementation ist praktisch nutzlos.
Nintendo hat es natürlich in Ordnung gebracht, weil sie haben mehrere Schlüssel im NAND versteckt. Die nächste Idee war genau dasselbe. Man berechnet den Schlüssel, man lädt es vom NAND, man errechnet einen zweiten Schlüssel, dann entschlüsselt man die ARM-Binary dann mit dem zweiten Schlüssel, dann löscht man diesmal den Keyslot und geht dann weiter im Bootprozess. Diesmal haben sie ja vergessen, den zweiten Key zu löschen, mit dem wir natürlich zu verifizieren, mit dem wir das Binary also was wir machen können, ist den zweiten Schlüssel austauschen. Der ARM9-Loader wird entschlüsselt und man springt dazu. Wenn Sie sich die Codierung von dem Ganzen anguckt, in einer Branch Instruction irgendwelche Zufallsdaten einschreiben, wenn wir genügend Schlüssel ausprobieren, wird es irgendwann eine Branch Instruction geben zu irgendeinem Speicher. Also wenn wir jetzt sehr, sehr, sehr viele Key Nummer 2 Werte ausprobieren, dann kommen wir irgendwann dahin, wo wir wollen. Dies ist hier das NAND des Flash-Speichers einer unmodifizierten 3DS. Es gibt einen kleinen Key-Abschnitt, Schlüsselabschnitt hier in blau markiert. Der enthält diese Schlüssel, über die wir reden. Und dann gibt es zwei Firmware-Partitionen. Eine als Backup, falls eine irgendwie korrumpiert wird, sodass also das Gerät nicht gebrickt wird. Wir installieren jetzt unseren eigenen Schlüssel, installieren das größte Firmware-Binary, das wir haben, in der ersten Firmware-Partition und halten die mit der Verwundbarkeit in Partition 1, der zweiten Partition. Und dann tun wir unser Payload über die Firmware 0, die erste, dann booten wir neu und was passiert? Der Bootrom der ARM9 wird ausgeführt. Der lädt die erste Firmware in Partition, also die Nummer 0, mit unserem Code in den AND. Weiß das nicht, dass unser Code dabei ist. Das wird dann entschlüsselt. Es sieht gut aus. Da ist der Stub des ARM9 Loaders. Dann kommt das verschlüsselte Binary. Und dann kommt unser Payload. Aber Bootrom checkt den Hash, oder? Und das schlägt fehl. Also denkt es, dass die Partition korrumpiert worden ist. Nun wird die kleinere Firmware darüber geladen. Wir haben hier unseren Payload also noch im Speicher, zur Bootzeit. Und dann wird Firmware 1 entschlüsselt. Die kleinere Firmware hat immer noch den einen Loader und springt dann zum einen Loader, weil der Hash in diesem Fall erfolgreich berechnet wird. Und der einen Loader wird nun unseren korrumpierten Schlüssel aus dem NAND entschlüsseln. Da kommt dann Müll bei heraus, wird dann dorthin springen und hoffentlich springt das dann zu unserem Code. Also das gibt uns einen neuen Code-Ausführung vom Codeboot sehr, sehr früh. Wir können dies benutzen, um einige Keys zu benutzen, die später nicht mehr erreichbar sind, weil sie gelöscht worden sind. Es wird eine bestimmte Speichergegend benutzt für die Verschlüsselungsengine. Der Speicher wird später gelöscht, sodass man die Schlüssel nicht neu erzeugen kann. Aber hiermit können wir tatsächlich diese beiden Schlüssel erhalten. Und diese heißen der Firmware 6 Safe Key und der Firmware 7 NCCH Key. Okay, ein Bonus. Und dann haben wir über die IIS-Engine gesprochen, die hier für die Kryptographie überall benutzt wird. Und die wird für alles mehr oder weniger benutzt, all die üblichen Block-Cipher-Modes. Und diese hat zwei Sicherheitsfeatures. Die Schlüssel sind nur schreibbar, sehr nützlich. Man schreibt einen Schlüssel und kann ihn nie mehr zurücklesen, was bedeutet, dass man durch den Bootrom die Schlüssel ausfüllen kann oder eintragen kann und sie dann später nicht mehr
auslesen kann für einen Dump. So bleiben die Schlüssel geheim. Selbst wenn wir die neuen hacken, selbst wenn wir Code-Ausführung erreichen, dann kriegen wir immer noch nicht die Schlüssel. Und dann gibt es den Key Scrambler, der, das ist eine optionale Funktion. Der eigentliche Schlüssel ist, wird im Verborgenen berechnet. Wir kennen den nicht. Der Schlüssel wird niemals der CPU übergeben oder gezeigt. Wir haben diese beiden Schlüssel und bekommen einfach einen neuen Schlüssel und wir wissen nicht, was dieser Schlüssel ist. Dies führt uns zu einer Situation ähnlich wie bei den isolierten FPUs, wo wir also darum bitten können, etwas zu entschlüsseln, aber niemals die Schlüssel bekommen. Wir wollen aber diese Schlüssel haben. Wir wollen Dinge entschlüsseln. Wir haben also zwei Schlüssel, Key X und Key Y, so nennen wir sie, beide 128-Bit. Der normale Schlüssel wird wie folgt abgeleitet, diese mit einer Funktion, die unbekannt ist, die in Hardware, also in Silizium implementiert worden ist. Und selbst wenn wir X und Y kennen, können wir nicht den normalen Schlüssel herausbekommen und Dinge nicht entschlüsseln, ohne dass wir die 3DS darum bitten. Aber wir können diese Hardware-Engine anstoßen. Wir können, was wir hier also sehen, ist, dass das n-te Bit vom X-Schlüssel und das n plus zweite Bit vom Y-Key das gleiche Ergebnis liefern. Und wir finden also, dass die Funktion, nach der wir suchen, eine Funktion nur einer einzigen Variable ist, das exklusive Oder zwischen x um 2 rotiert, nicht geschiftet, exklusiv Oder verknüpft mit y. Wir haben immer noch einen unbekannten Schlüssel, aber wir wollen das g. Gehen wir einen Schritt zurück. Der Key Scrambler wird benutzt für Dinge wie MIQR-Codes, ja, alles wirklich, also Netzwerkprotokolle. Es gibt eines namens 3DS für das Downloaden von Spielen über Wi-Fi, das für temporäre Spiele. Das wird alles unterstützt, aber wir haben das Wii unterstützt all dies, hat aber nicht hier den Schlüssel in Hardware. Wir müssen also davon ausgehen, dass die Wii den normalen Schlüssel, den regulären Schlüssel hat. Okay, wir haben also eine Tabelle, in der wir die gemeinsamen Schlüssel eintragen. Die sind die drei Keys, die mit der Wii U geteilt werden. Und wir haben hier wo die X- und Y-Schlüssel gesetzt werden auf der 3DS, zwei davon werden von der Firmware gesetzt. Wir können also die Keys, die vom Bootrom gesetzt werden, nicht lesen. Dieser ist uns verschlossen, wir können ihn nicht lesen. Aber können wir immer noch G herausfinden? Schauen wir mal. Ich möchte hier erstmal ein Lob aussprechen für Shuffle 2 und Fail Overflow, die Wii U gehackt haben und uns geholfen haben, die Wii U-Schlüssel zu extrahieren. Vielen Dank. Nun haben wir Key Y und wir haben von der Wii U den damit korrespondierenden Normalschlüssel, aber Key X ist immer noch unbekannt. Und falls G von T schlecht ist, dann wird eine kleine Änderung in Key Y nur eine kleine Änderung im normalen Schlüssel auslösen. Und ja, das ist bad. Spoiler, das ist das Ergebnis. Schauen wir uns die Daten an. Wenn wir ein Bit in Y austauschen oder flippen, umkippen, dann ist das Ergebnis nur ein oder zwei Bitflips und die im normalen Schlüssel. Und diese geflippten Bits sind in Position entweder 87 oder 88, manchmal 89, aber niemals 86. Dies erinnert mich an sowas wie einen Addierer, wo wir einen Carry-Bit haben, das weitergetragen wird nach oben, aber niemals nach unten. Also raten wir mal, dass dies vielleicht ein Addiermodul ist oder eine Addierungsfunktion ist. Ja, es ist eine Addierung mit einer Rotation, Addition mit Rotation. Also T plus C mit einer konstanten C, die wir nicht kennen, dann 87 Stellen rotiert nach links. Dann stecken wir es in unsere Originalformel
Wir kennen KeyX nicht, erinnert euch daran, weil die durch den Bootraum gesetzt ist. Wir haben Schlüssel X nicht. Wir haben die Konstante C nicht, weil die im Silizium hart encodiert ist. Also, trotzdem, wenn wir unsere Formel anschauen und hier die Ungleichheit uns anschauen, diese Ungleichung, die wir durch das Rotieren erhalten, wir lassen sozusagen die Rotation rückwärts ablaufen, nehmen das zurück und dann bekommen wir dies hier, 10c auf beiden Seiten ab, dann bekommen wir dies hier und dies ist nun das XOR von verschiedenen Schlüsseln mit demselben X-Wert rotiert nach 2, um 2 nach links. Wenn wir das eine Weile anschauen, dann sehen wir, wenn Y0 und Y1 zwei verschiedene Teile von Schlüssel Y, wenn die gleich sind, außer in einer Bit-Position, dann wird das X-Oder, das exklusive Oder, am kleinsten für den Wert, der das gleiche Bit hat an der Position durch das X, was denselben Bitwert hat an der Position, wo sich die Y unterscheiden. Das hört sich kompliziert an, aber es ist, also X ist 0, wenn der Input verschieden ist. Wenn es gleich ist, bekommen wir 0 und das ist dann kleiner. Wenn wir uns das anschauen, wenn wir dies 128 Mal durchführen, dann können wir alle 128 Bits von KeyX auf diesem Weg bekommen. Und wenn wir KeyX bekommen, können wir die Silikonkonstante Lithiumkonstante C berechnen, sodass wir am Ende den Key-Scrambler herausgebrochen haben und außerdem den geheimen Bootrom-Key-Schlüssel X für den Slot als Bonus bekommen haben. Okay, and also, und auch so I didn't include the constants in the slides. Ich habe hier nicht die Konstanten in den Folien, weil ich euch das als Übung lassen wollte. Als der neue 3DS rauskam, haben sie sich beeilt und haben ein paar interessante Sachen, ein paar interessante Befehle drin gelassen. Und zum Beispiel eine frühe Version der NFC-Krypto, die später ersetzt wurde. Die erste Implementation benutzt einen normalen Schlüssel und in der neuen Version wurde es geändert zu Key Y geändert. Also gaben sie uns beide Schlüssel. Jeder der 3DS Firmware Binaries zerlegen kann auch diese Ausführungen machen, um das Ganze umzusetzen, den Angriff gegen NFC zu fahren. Okay, zurück für eine Zusammenfassung. Also, ich werde jetzt ganz schnell den Schluss machen. Also die Dinge, die wir heute besprochen haben. Zunächst mal, es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, aber okay, habt Geduld mit mir. Also, wir haben hier physischen Speicherzugriff für jede Applikation. Selbst wenn man denkt, dass ihr es gestützt habt, habt ihr wahrscheinlich irgendwas vergessen. Also es ist sehr gefährlich, Access-Zugriff auf physischen Speicher zu geben. Geteilter Input-Output ist gefährlich. Wir wissen nicht, was diesen Input-Output kontrollieren kann. Deswegen sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Außerdem sollte man Daten nicht nur vor der Entschlüsselung checken. Das ist gefährlich, wenn man den Key nicht checkt, der vielleicht modifiziert werden könnte. Schlechte Idee. Speicher in der Hardware sind eine schlechte Idee, aber wenn ihr die dann freigebt, funktioniert es nicht. Also wir reden jetzt hier sehr, ihr erinnert euch vielleicht an den VU-Talk vor 2 Jahren. Wir dachten nicht unbedingt, dass es hier unbedingt ein Feature für die Konsole, für Homebrew sein würde, aber jetzt mit dem Aufkommen von Smartphones, jeder kann eine App schreiben für irgendein Gerät und es Millionen von Menschen verkaufen. Aber wir sind nicht dieser Meinung. Es ist ein Jahr her, dass wir 3DS Homebrew gesehen haben
dies soll sich eigentlich bewegen. Denkt euch mal, dass sich das bewegt. Es gibt also einen Haufen von 3DS Homebrew, großartig. Wir haben hier sehr hart dran gearbeitet. Viele Menschen sind dabei. Es ist eine große Community, die sich darum bemüht. Wir wollen also einfach nur sagen, wir möchten mehr Developer. Wenn ihr uns also hier bei uns mitmachen wollt, es gibt eine sehr, nicht sehr reif oder eine reifende Community. Reverse Engineering der Hardware macht Spaß, wenn man keine Dokumentation hat. Software Reverse Engineering macht Spaß. Wir können immer mehr Engineers gebrauchen, Leute, die coolen Shit machen. Also ja, oh, noch etwas. Und eins noch. Letztlich gab es eine Welle von Patches von Nintendo, die Sicherheitslücken schließen, was wirklich nervig war. Zum Beispiel für unsere Browser-Angriffe. Und Joseph hat eine sehr hart daran gearbeitet. Er hat es, geschafft, die Browser-Angriffe wieder zurückzubringen. Es sollte irgendwie vor 10 Minuten rausgekommen sein. Also. Und nicht nur das, sondern wir haben auch noch Iron Hacks für Spiele, die man einfach runterladen konnte. Das wurde auch in Ordnung gebracht. Es gibt aber jetzt auch noch eine Möglichkeit, das aus dem eShop runterladen konnte. Und wir bringen das jetzt raus. Genau, also das sollte rauskommen, wenn wir fertig sind. Es ist ein kostenloses Spiel. Es kommt aus erlaubt im Homebrew. Und er hat jetzt gerade noch eine Version rausgebracht, die auch gerade rauskommt. Wenn du einen 3DS hast, hol's dir. Wenn ihr einen Freund habt, mach genau dasselbe, weil das ist wahrscheinlich nicht für immer da. Wir wollen uns bei Yellow's 8 bedanken, der sehr viel Arbeit da reingesteckt hat und Zeit. Ohne ihn wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Und vielen Dank alle an den Nintendo Homebrew Channel, vielen Dank an alle, die heute hier waren. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich glaube nicht, dass wir viele Zeit haben, aber wir versuchen es. Thank you for your patience. If you got questions, please come up front to these guys, because we have no more time for structured Q&A. Thank you.